Ja, heute zeige ich euch ein Video von dem Tag, an dem ich mich in Manga-Cafés eingeschlossen habe. Einige von euch mögen fragen, was ein Manga-Café ist. Das ist ein Café mit eingebauter Bibliothek voller Manga. Ein Manga-Café kann über 50.000 Manga haben. Man bezahlt für die Aufenthaltsdauer und in der Zeit kann man so viel lesen, wie man Bock hat. Hier bin ich im Shinjuku. Ich gehe im Ausgang Richtung Alter raus, dann geradeaus an der 3D-Werbung entlang. Dank der Aufnahmequalität wirkt das null wie 3D. Ja, aufnehmen sollte man lernen. Jedenfalls die Ampel rüber und geradeaus laufen, dann sieht man das große barcodeartige Hochhaus ganz weit hinten. Das ist das bekannte Hotel mit dem japanischen repräsentativen Tierchen ganz oben. Gleich sehen wir das auch. Gleich, nur noch einen Moment. Wirklich. Einen Moment, ja. Geduld bitte. Danke. Tada! Genau. Das Godzilla. Oder besser gesagt, Godzilla. Der gute Ken Watanabe hat auch bei einem Godzilla-Film darauf bestanden, das Wesen als Godzilla zu bezeichnen und nicht als Godzilla. Hey Ken, sag bitte wie alle anderen Godzilla. Verstanden. We call him Godzilla. Ken Watanabe, Ehrenmann. Da ich mein Video behalten will, zeige ich nicht sein Gesicht hier. Aber zu dem Hotel wollen wir auch nicht hin. Hier an der Kreuzung bei dem Alleshändler Don Quixote nach rechts abbiegen und geradeaus gehen. Genieße die schöne Stadt Shinjuku. Recht chaotisch und abends sehr bunt. Richtig, richtig bunt, bunt. So Cyberpunk-mäßig bunt. Irgendwann kommt man am großen Karaoke-Haus an. Dahinter ist das große orange Schild für Kaikatsu Kurabu. Mein Lieblings-Manga-Café. Hat 24 Stunden, also rund um die Uhr geöffnet. 365 Tage im Jahr, im Schaltjahr 366 Tage. Ja, ich kann zählen. Auf der ersten Etage ist der Empfang. Wenn man Mitglied ist, läuft alles schön per Selbstbedienung. Diesen Strichcode braucht man beim Auschecken. Nicht wegwerfen, auch wenn das wie ein unwichtiger Kassenzettel aussieht. Dann hat man ein kleines Problem beim Auschecken. Lässt sich zwar klären, aber ist ein bisschen umständlich. Also mir ist sowas nie passiert. Nein. Mir? Nee. Wirklich nicht. Nein. Echt. Hier kann man auch das Übernachtungs- und Duschset kaufen. Mit Make-up-Entferner, Shampoo, Zahnbürste und so weiter. Aber ja, gehen wir doch mal zum Zimmer. Mein Raum war auf der zweiten OG, also in Japan dritte Etage. Erdgeschoss ist gleich Ikai, erste Etage. Und erste Etage auf Deutsch wäre im Japan schon Nikai, zweite Etage. Japanische Zählweise. Schon sind wir etwas klüger geworden. Die Karte ranhalten, aufschließen und da ist das große Zimmer. Etwa 2 Quadratmeter, vielleicht 3. Stuhl, Rechner, gut klimatisiert. So, was gibt es hier zu lesen? Die Regale sehen etwa so aus. Ein Labyrinth voller Manga. Man kann sich zwar nicht verlaufen, aber man könnte schon lange suchen, wenn man nach einem bestimmten Manga sucht. Aber dafür gibt es auch eine Suchmaschine. Da erfährt man schnell, wo genau das gesuchte Werk liegt. Nach dem Motto Regal E, Stufe 3, Nummer X. Getränke sind kostenlos. Auch Softeis ist inklusive. All you can drink. Wer mag, kann auch duschen und sich frisch machen. Was es kostet? Kostenlos. So ist der Preis aufgebaut. 6 bis 9 Stunden ist das relativ moderat, aber wenn man zum Beispiel 24 Stunden bleibt, könnte das recht teuer werden. Also fast so teuer wie ein günstiges Hotel. Da hat man auch ein richtiges Bett und so. Aber hey, all you can drink und all you can read. Der Sitz war ganz okay, komplett zurücklehnbar wie ein Minibett. Chillen, lesen, lesen und lesen. Es gab einen Rechner mit Superspeed-Internet. Einige Internetcafés haben echte High-End-Maschinen parat. Allerdings ist dann der Lüfter lauter als die Klimaanlage.
aber Kopfhörer regelt das Problem. Für ungefähr 1,50 Euro kann man sich so ein Roomware ausleihen und das ist auch mega komfortabel. Finde ich sehr cool. Ich sage immer wieder cool, aber ich kann auch nichts anderes sagen. Das ist einfach cool. Also angenehm zu tragen. Man kann gut damit schlafen. Gelesen habe ich zum Beispiel Attack on Titan komplett. Nach Monaten und Jahren habe ich endlich Attack on Titan zu Ende gelesen. Was für eine hervorragende Serie. Jojo, und frisch umgezogen und auch noch mein Gesicht gewaschen. Geduscht habe ich auch hier ganz schön. Also insgesamt kann ich es empfehlen. Nur schade, dass diese Filiale auch kein Food-Angebot hatte, wo ich hier übernachtet habe. Bei Kaikatsukurabu gibt es auch so ein Angebot, dass das Frühstück umsonst ist. Da gibt es dann Toast oder Pommes dann umsonst. Ich weiß nicht, warum Pommes überhaupt zum Frühstück angeboten werden, aber ist halt so. So nach dem Motto, Pommes funktioniert immer. Das mögen doch alle. Funktioniert natürlich nicht immer. Das Pommes-Angebot gibt es seit Ende Januar gar nicht mehr, weil Importverzögerung und bla bla bla. Irgendwie nicht die günstigste Zeit. Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit zur Übernachtung, wenn ihr mal in Japan seid. Ist auch ganz gut, wenn das japanische Level auf einem okay Level ist, dass man sich da Manga lesen kann. Ist auf jeden Fall, naja, sage ich mal, günstiger als alle Manga zu kaufen. Und man kann zumindest vieles testen und checken, ob es einem gefällt oder nicht. Klingt wie ein schönes Ende, aber so weit sind wir noch nicht. Das Video geht noch weiter. Also gehen wir mal kurz zurück bis zur Kreuzung vor dem guten Godzilla. Jetzt biegen wir nicht nach rechts ab, sondern gehen geradeaus zum Godzilla. Godzilla, Kino, Barcode, Hochhaus. Eigentlich mehr als genug Orientierungspunkte. Dafür braucht man keine Google Maps. Ach, ist das Video hilfreich, Mann. Oder? Dafür gibt's einen Daumen hoch. Bitte. Steht man vor dem Kino, geht es weiter in die rechte Straße rein. Der Weg führt so ungefähr in die Richtung der Love Hotels. Das ist ein erwachsenes Thema. Was Love Hotels sind, fragt ihr eure Eltern am besten. All you need is... Am Ende des Ganges ist auf der rechten Seite das Upper Hotel. Diese Hotelkette findet man immer an praktischen Gegenden, doch die Zimmer sind meistens etwa 11 bis 15 Quadratmeter, also relativ klein, aber dafür ist das Bett riesig. Manchmal sehr günstig und empfehlenswert. Es sei denn, man wird da wegen Quarantäne eingesperrt. Jemand hat die Erfahrung, aber das ist hier egal. Hier nach links, da sieht man schon den Laden Gurang Kostamo. Und hier die Besonderheit dieses Ladens, steht schon draußen dran. Tebura de ofuro, kare de manpuku. Baden ohne Equipment, satt mit Curryreis. Ja, das ist ein Manga-Café mit einigen Besonderheiten. Nach dem Einchecken geht's ins Zimmer. Hier bekommt man einen Schlüssel. Einfach drehen und rein. 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 Einfach drehen und rein ins Zimmer. Das kann jeder. So sieht das drin aus, mit einem Loft, wie ein kleines Coworking-Büro. Stuhl, Rechner, Bildschirm, Kühlschrank. Wasserkocher, Waschbecken. Natürlich kann man auch die Tür von innen abschließen. Auf der oberen Etage hat man auch genug Platz zum Chillen. Auch da ist ein Fernseher, deutlich komfortabler als auf einem Stuhl. Hier hatte ich One Piece in Angriff genommen. Und wenn man müde wird, heißt es einfach gute Nacht. Das Coole an Gurang Customer ist, dass hier Curryreis All You Can Eat dabei ist. Keine Extrakosten. Das schmeckt sogar sehr gut. Und die Getränke, also Tee oder Wasser, sind wie üblich kostenlos. Nur der Manga-Bereich ist etwas kleiner als manche andere Manga-Cafés. Die Auswahl ist immer noch gut, aber eben nicht gigantisch. Der Laden punktet mit anderen Sachen. Und zwar auch hiermit.
Hier gibt es nämlich nicht die kleinen Duschkabinen, sondern das große, große gemeinsame Bad. Großes, angenehmes Bad mitten in Shinjuku. Auch das kann ich euch leider nicht zeigen, weil das Video soll weiterhin jugendfrei sein. Chillen ohne Ende und man fühlt sich wie im siebten Himmel. Natürlich gibt es auch hier Waschmaschinen. Einige bleiben wohl wirklich tagelang hier. Ja, es sieht auch hier nicht unbedingt so aus wie ein Internetcafé, aber hier hat man auf jeden Fall sehr viel Platz und die Preise sind auch voll in Ordnung. Also wenn man zum Beispiel 12 Stunden bleibt, zahlt man auch nur knapp über 20 Euro. Und wer auch 24 Stunden bleibt, also ein ganzer Tag, bezahlt knapp über 30 Euro. Und das inklusive Bad, Dusche und unendlich viel Curry. Und der Curryreis war schon echt lecker. Es gab da zwei Sorten, ein normales Curry und ein ultrascharfes Curry. Das Scharfe war einfach extrem scharf. Also nichts für Amateure. Ich meine, man könnte das Café auf jeden Fall als eine Übernachtungsmöglichkeit sehen. Das einzige Problem ist halt, dass ja während des Tages dann schon manchmal laut werden kann, wenn sie richtig am Putzen sind. Aber ansonsten, in diesem Zimmer mit Loft, das Bett war echt angenehm, kein Vergleich zu einem Schlafzug oder halt Nachtbus oder so, das war ein richtiges Bett. Das ist schon cool. Was hier in diesem Manga-Café etwas ungewöhnlich ist, dass die Getränke nicht komplett umsonst sind, sondern nur ein Getränk pro Person. Aber das Gute an diesem Manga-Café ist allerdings auch, dass unten auf dem Erdgeschoss auch gleich der Kombiniladen Lawson ist. Also man kann auch tatsächlich mit dem Latschen, was im Zimmer liegt, halt auch gleich runter zur Kombini gehen. Und da gibt es ja natürlich eine große Auswahl an Essen, was trinken, also alles, was man braucht. Auch ja, sowas wie Shirts, also Unterwäsche bekommt man auch. Weil, ja, ist halt ein Kombiniladen. Das ist schon mega praktisch. Das waren meine Manga-Café-Erlebnisse in Japan. Ich persönlich gehe auch oft dahin, um immer up-to-date zu bleiben. Wenn man einfache Sitze bucht, ohne abschließbares Zimmer, könnten 24 Stunden auch weniger als 20 Euro kosten oder nur 13, 14 Euro über Nacht. Wäre auch gar nicht mal so schlecht, wenn man günstig durch Japan reisen möchte. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke fürs Abo, danke fürs Liken, eure Mitgliedschaft, Merch-Einkauf, da kommen hin und wieder neue Sachen rein. Das war Hiro von Einfach Japanisch. Ciao!